So Freunde, wir bauen heute ein neues Weekend League Team zum Food Centurions Event. Wir haben geisteskranke Karten bekommen und ich will diese Karten testen. Hullet und so sind wahrscheinlich zu teuer, wir können ja einmal ganz kurz gucken, was Hullet wert ist. Aber ich glaube, der wird zu teuer sein, genauso wie Jairzinho zu teuer sein wird. Aber eventuell kann man ja was aus meinem Main Team verkaufen, wenn wir diese Karten testen wollen. Schau mal auf den Transfermarkt, was Hullet derzeit wert ist. Ich habe 3 Millionen Coins gerade auf locker. Aber Hullet kostet, ihr seht. Oh, warte mal. Achso, okay, das war der 90er Hullet. Er kostet 9 Millionen oder so. Er kostet 9 Millionen. Also ich weiß nicht, ob wir uns den holen werden, aber ein paar andere Spieler können wir auf jeden Fall antesten. Wie zum Beispiel. Warte. Wie zum Beispiel ihn hier. Ich hatte mies Bock, diese Karte von Rashford zu testen. Ich habe den goldenen nicht so geil gefunden. Ich habe 200 Spiele oder so mit dem gemacht. Er war gut. Aber dieses 3-Sterne Weakfoot hat mich ein bisschen provoziert. Hat seine Karte auch immer noch. Also sie hat immer noch 3-Sterne Weakfoot. Aber dafür hat er von 86 Schuss auf 91 Schuss bekommen. Und diese Schusswerte hier. Guck mal hier bei Attribute. Bruder. 92. Junge, guck dir das mal an. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass der nicht mit 3 Sternen schwacher Fuß trotzdem dann die Bälle in den Winkel knallt mit so einen Schusswerten. Ich glaube, diese Karte ist viel krasser als eine Goldkarte. Sieht zumindest von den Stats her so aus. Deswegen würde ich sehr, sehr, sehr gerne Rashford testen. Anders als bei Petri. Ich würde sehr ungerne Petri testen. Liegt an seinem Schusswert. Digga, der hat vorher 69 Schießen gehabt, war echt scheiße. Aber ich dachte, jetzt kriegt er wenigstens so 76, 77 Schießen. Der hat immer noch nur 73 Schießen. Und ich hasse Spieler, die nicht schießen können. Vor allem Petri ist ein offensiver ZM. 4-4. Hoch Arbeitsraten. Sieht nicht schlecht aus, aber dann kommt dieser Schusswert. Möchte ich ungerne testen. Schmeckt für mich persönlich ungerne irgendwie. Da bin ich raus. Deswegen Petri skippe ich, glaube ich. Petri will ich skippen, Chat. Den möchte ich nicht spielen. Habt ihr irgendeinen Food Centurion, den ich unbedingt zocken muss? Lass mal nachschauen. Es ist gerade 20.30 Uhr. Also Rashford ist noch nicht so lange draußen, was er wert ist. Alter. Oh. 2,6 Millionen ist der günstigste gerade auf dem Markt. Das ist ein Brett. Das ist ein richtiges Brett. 2,6 Millionen, aber ich werde den hier holen. Genauso wie ich unnormal Bock habe auf ihn, Digga. Aber für einen Außenverteidiger so viel Coins zum Anfang von FIFA auszugeben, tut so weh, aber er hat so eine geile Karte bekommen. Guck mal hier, plus 3, direkt auf plus 3 Pace, direkt geil, plus 3 Dribbling, plus 3 Defending, plus 3 Physis. Boah, diese Fernamon, die Karte sieht so schmackhaft aus, ne? 94 Antritt, 95 Sprintgeschwindigkeit, 5 Sterne schwacher Fuß, Costa Quanta. Rede mit mir. Das Ding ist, ich habe ja sonst eh schon andere gute Spieler auf den Positionen. Das wäre halt so ein Upgrade für Kachaui. Ich würde Kachaui, die habe ich für 80k geholt, würde ich für 250k verkaufen. Dann hätte ich aber ein Upgrade mit Ferland Mondi und müsste 750k drauflegen, sozusagen. Nee, safe, ja, nee, nein. Oh, mein Chat sagt eher ungerne. Aber ich will diese Karte haben, die sieht so geil aus. Diese Food Centurions Karten sehen so geil aus. Und dann noch von Real Madrid eine Karte. Ihr wisst ja, ich mag Real Madrid. Ah, so schwer. Ich überleg's mir. Ich lass ihn erstmal drin als Dream Squad Spieler. Wir können ja gucken, was für Karten wir in der Zwischenzeit noch einfügen werden. Ich kann mal ein paar Karten, die ich im Verein habe, auf die Bank tun, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Pelé, Mbappé, De Bruyne, Dembélé, Van Dijk, Neymar, Vieira, Vini. Ich glaube, wir gehen echt mal in die Serie A. Ich glaube, wir gehen dieses Wochenende echt mal in die Serie A. Mit Tomori. Bruder, die Karte sieht auch komplett verrückt aus, ne? Er hat zwar nur plus 1 Tempo, dafür aber plus 2 Defending, bisschen Dribbling und auch Physis dazu bekommen. Und diese Karte sieht auch einfach mächtig aus. Vor allem, was mich ein bisschen aufregt, ist, dass er keinen Spielstil Plus hat. Ne? Das regt mich noch auf. Und ich dachte, er hat vielleicht einen bekommen, aber hat er gar nicht. Und Spieler ohne Spielstil Plus, meiner Meinung nach sehr oft washed. Also meiner Meinung nach sehr oft quatschig dann. Weil diese Spielstile Plus machen so viel aus in der Meta. Nee, deswegen fliegt er wieder raus. Ohne Spielstil Plus sehe ich nicht. Da sehe ich keinen Spieler ohne Spielstil Plus in meinem Main Team. Sehe ich nicht, Chat.
Aber trotzdem, Tomori OP, weiß ich nicht. Ich habe lieber einen Spieler mit Blocken plus dann oder so. Dann nehme ich lieber Company. Diese Woche passiert's, glaube ich. Wir werden Company testen. Diese Woche passiert's. Ich wollte die ganze Company testen. Ich habe ihn immer noch nicht gekauft. Diese Woche passiert's. Wir werden Company testen und ich werde den Spielstil plus Antizipation testen. Der Typ ist so krank. Ich glaube, man muss einfach nur Kreis drücken und hat den Ball, weil er einfach eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit hat, erfolgreiche, faire Zweikämpfe auszuführen. Und die Fähigkeit hat, den Ball bei einem fairen Zweikampf direkt am Fuß zu stoppen. Mit dem Typen drückt man einen Kreis und der Ball gehört einem. Und genau deswegen will ich ihn diese Woche testen. Da gebe ich lieber die 600k aus, die Tomori kostet, und habe dann ein Company im Team. Company Goat. Ja, und der hat direkt einen Link zu Rashford, ne? Das ist auch wichtig. Premier League Link. Und die hat auch kein Playstyle Plus. Warum hat man die kein Playstyle Plus? Kachaui aber auch nicht. Bei Außenverteidiger ist, glaube ich, nicht so wichtig. Die müssen einfach nur rennen können. Gyoro testen mit Link für Dembélé und Mbappé. Ich möchte aber nicht wieder Dembélé und Mbappé zocken, oder soll ich? Gyoro testen mit Dembélé und Mbappé. Das Ding ist, die Goldkarte von ihr hat mir schon immer sehr gut gefallen, ne? Ich habe die paar Mal im SBB gezockt und so. Bruder, diese Goldkarte hat bei mir alles zerrissen. Ich weiß nicht warum. Was hat die für einen Spielstil? Erhöht die Erholung in der Halbzeitpause. Das juckt doch niemanden. Warum ist die so gut gewesen bei mir? Soll ich die echt testen? Bro, wenn die Goldkarte bei mir schon alles zerrissen hat, dann muss diese Food Centurion Karte doch komplett OP sein. Ich habe mir auch vorgenommen, 3 Karten zu zocken. Ich hatte mir auch vorgenommen, 3 Food Centurion Karten zu zocken. Das wäre die dritte. Aber ich hatte auch überlegt, vielleicht eine Icon. Food Centurion Icon anstatt 2 normale Karten davon zu nehmen. Vielleicht Mondi raus und dafür irgendeine Food Centurion Icon rein? Das wäre vielleicht auch ein Call. Ja, okay, mein Chat will, dass ich es unbedingt mache. Wenn ich die Spieler schon im Verein habe, soll ich sie auch spielen. Wir wollen jetzt ja nicht nur eine Fun Weekend League zocken. Wir wollen ja auch trotzdem ein gutes Ergebnis holen. Deswegen Gyoro Kombi mit Kylian Mbappé und Dembélé. Somit haben die beiden, sobald ich noch einen Franzose einfüge, kann auch der Manager sein, direkt Full Chemie. Ich mache das mal kurz, damit ihr seht. Zack, ich habe keinen französischen Manager. Muss ich mir gleich noch einen holen, aber die hätten dann alle Franzosen, also die Paris-Franzosen zumindest, hätten direkt Full-Chemie. Hier noch ein Real Madrid-Spieler hätte man, die auch Full-Chemie. Würde machbar sein. Und wir hätten ein sehr OPs Team. Weil diese Frau ist, glaube ich, die ist krass. Die ist sehr, sehr krass. Die ist sehr, sehr wild krass. Ja, doch. Ich glaube, das ist es. Wollen wir Rice holen? Die SBC Rice? Wollen wir die SBC von Rice machen? Die SBC von Rice könnten wir theoretisch machen. Da habt ihr eben schon gesagt, ich soll die machen, die ist OP. Ich guck mir die Karte kurz nochmal an. Der ist ZDM, ne? Ah, der kann auch ZM. SBC von Rice wäre Rashford direkt auf 2. Aber er hat, nee, Chat, 2 Sterne Skills. Nerv nicht. Nee, Digga. 2 Sterne Skills, komm. Lass gut sein, muss echt nicht sein. 2 Sterne Skills muss echt nicht sein. Bro, damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Skills im Mittelfeld, so ein bisschen. Dann spiele ich lieber Vieira und hab das safe und kranken Abräumen und selbst der hat 3-3. Das ist ja komplett Müll. Weg mit dem. Bock gar nicht. Feier ich 0, Chat. Real Talk feier ich 0. Und die raus, Kachaui wieder rein. Das ist aber so Standard, das mache ich jede Woche. Effe la Kaka mit dem 1er, Kuss und Juhu mit dem 5er. Sehr, sehr großzügig von euch, Männer. Ich küsse eure Herzen, danke. Ja, für Mondi brauchen wir eigentlich unseren First Owner Vinicius Junior. 0 Spiele, 0 Tore, 0 Torvorlagen. Das wird sich diese Weekend League ändern. Wenn man den schon First Owner hat, muss man den hier auch einfügen. Den First Owner. Den muss man ehren. Ne? Okay, ich habe ihn zwar schon oft gespielt gehabt, aber jetzt habe ich ihn halt als Erstbesitzer gezogen, Untrade gezogen. Ich konnte den Tradable Vinicius verkaufen. So ein Ding ist das nämlich. Deswegen kann man diese Woche nochmal Vinicius spielen, einen frischen Vinicius zum Beispiel, um ihm zu zeigen, dass er in unserem Verein willkommen ist. Um ihm zu zeigen, dass er einen Vertrag bekommt und Spielzeit bekommt, dass er nicht auf der Bank versauert und eine schlechte Moral bekommt. Das wollen wir ja nicht. Der soll ja seine Spielzeit bekommen, seine Spielpraxis. Flashback De Bruyne habe ich nicht. Militao Innenverteidiger. Das wäre der dritte La Liga-Spieler, ne? Ich glaube, wir machen mal Courtois ins Tor. Ich habe Courtois noch nicht gespielt und den habe ich ja vorhin gezogen. Zack, Courtois ins Tor. Damit ist Vinicius auf 2 Chemie. Der ist auf 3 Chemie direkt wegen dem Belgien-Link. Und der ist auch auf 3 Chemie wegen den Franzosen. Und Vinicius kriegen wir einen Brasilianer auf Full Chemie. Bruno Guimarães müsste es eigentlich sein. Aber da habe ich die SBC nicht. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich echt Quad Fahr raus und Eder Militao rein, ne?
Aber es wäre auch zu viel, das Gute. Ich sag euch ehrlich, ich hätte mies Bock darauf. Freunde. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich hätte mies Bock darauf. Ramirez. Ich habe ihn als Leihspieler 7 Spiele. Ich könnte ihn erstmal 7 Spiele testen. Und wenn er mir gefällt, kann ich ihn dann einfach für die restlichen Spiele kaufen. Darauf hätte ich echt mies Bock, Alter. Was ist der eigentlich wert? 1 Million. Dann ist Vinicius nämlich voll. Wir haben direkt noch einen Link für die Premier League und können dann hier irgendwas machen, was wir wollen. Mit einem Manager wären sowieso die drei auf Full Chemie. Mit einem französischen Manager. Ich hole mir jetzt mal einen französischen Manager. Manager, Land, Nation, Frankreich. Wie, es gibt keinen französischen Manager? Muss man snipen? Vielleicht kann jemand kurz einen französischen Manager auf den Markt stellen? Bitte? Oder gibt's keinen französischen Manager mehr, oder was? Gab doch mal Vieira und so. Gibt keinen, hab nachgeguckt. Gibt's echt keinen französischen Manager? Ja, dann müssen wir echt mal einen Franzose hier reintun. Dann wird's Varane machen. Ich sag euch ehrlich, dann wird's Varane heute machen. Dann wird es Varane machen. Wenn es keinen französischen Manager gibt, muss Varane ran. Da muss Varane ran, der hat direkt Full Chemie, der bringt die alle auf Full Chemie und Rashford ist automatisch auf Full Chemie. Und dann können wir auf der Rechtsverteidigerposition noch machen, was wir wollen. Wieso gibt's keinen französischen Manager? Das ist schon wieder so lost von EA. Es gibt für jede Nation einen Manager, auf einmal für Frankreich nicht. Eine der Top-Nationen gibt's keinen Manager oder was? Was ist das denn für ein Müll? Also wenn das stimmt, was mein Chat hier gerade erzählt, ist das echt frech. Da müssen die echt einen Patch reinbringen, wo die einen französischen Manager einfügen. Wie kann's denn keinen französischen Manager geben? Das ist eine Top-Nation. Digga, chill. Ohne Sinn, das wird gar keinen Sinn ergeben. Ehrlich, das wird keinen Sinn ergeben. Gar keinen Sinn. Boah, das wäre echt geil, wenn wir Llorente Evolution machen würden. Wenn wir Llorente evolutionieren und den hier hinstellen. Man kann ihn jetzt auch von 84 auf 87 evolutionieren. Zack, bumm. Aber er hätte nur einen Chemiepunkt, Freunde. Deswegen lassen wir das auch mal wieder. Mit Manager 2. Mit Manager 2 Chemiepunkte. Mit Manager kriegen wir den auf 2. Spanischer Manager. Spanischer Manager, Evolution Llorente auf 2 Chemie-Chat. Sogar auf 3. Sogar auf 3 mit Manager. Sogar auf 3 Chemie, weil wir den letzten La Liga-Spieler damit fertig haben. La Liga, Premier League, League All Team wäre das dann. Ohne Icon. Alle auf Full Chemie. Das ist es. Das, glaube ich, wird mein Weekend League Team für dieses Wochenende. Und damit will ich 16 Siege Minimum holen. Damit will ich 16 Siege Minimum holen, Freunde. 16 Siege ist mein Ziel. 16 Siege ist mein Ziel mit diesem Team. Rashford Centurion, Yoro Centurion, Mondi Centurion, Company, Llorente evolutionieren auf 87. Schon verrückt. Ach, schon sehr verrückt. 1 bis 10, was gibt ihr dem Team-Chat? Ah, Mann, okay, ihr fühlt das Team genauso wie ich. W's, Digga. Geil, 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 geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das machen wir. Das machen wir, Chat. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie viel wir geholt haben, wie viel wir spielen und so, okay?